Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Top 10. Ich habe sehr früh am Anfang dieses Kanals mal ein Video gemacht mit den Top 5 epischen Momenten in Digimon. Und da kann ich auch ehrlich sagen, dass einfach 5 richtig coole Digationen aus dem Anime waren. Denn das ist ja auch das, was viele einfach an Digimon begeistert. Diese Momente, in denen die Charaktere einfach mit dem Rücken an der Wand stehen und dann doch noch die letzte Kraft haben, um eine Digitation rauszuhauen und dann den Kampf zu gewinnen. Das ist auch einfach super spaßig zu gucken. Allerdings gibt es auch genug Momente für mich im Digimon-Anime, wo genau diese Momente nicht gezündet haben. Das heißt, wir hatten diese gefährliche Situation und die Charaktere waren mit dem Rücken an der Wand und konnten es dann doch noch schaffen zu digitieren, aber letztendlich war ich überhaupt nicht beeindruckt, sondern eher ziemlich enttäuscht. Und deswegen möchte ich euch heute einfach meine Top 10 enttäuschendsten Digitationen aus Digimon vorstellen. Ganz am Anfang, wichtig gesagt, das hier ist lediglich meine Meinung. Hier geht es einfach um Digitationen und Digimon, die ich einfach nicht so cool finde wie die Vorstufe. Wenn ihr die mögt, vollkommen fein. Die meisten davon sind auch extrem cool, nur halt fand ich halt die Vorstufe besser. Oder ich habe vielleicht auch einfach irgendwas anderes erwartet und dachte mir so, ich habe mir was Besseres vorgestellt. Außerdem möchte ich hier auch einmal nochmal auf meinen anderen Kanal hinweisen. Auf Bootleg Joker gibt es von mir regelmäßig Videos zu Animes und Mangas. Vor allem zu Animes, die ich früher in meiner Kindheit sehr gerne gesehen habe. Egal ob jetzt Yu-Gi-Oh!, Dinosaur King oder auch Dragon Ball, wenn ich über etwas reden möchte, werde ich das einfach da tun. Allerdings bringe ich dort auch hin und wieder einfach was anderes, worauf ich gerade Lust habe. Und ich habe heute ein Video zu einem Cartoon aus meiner Kindheit rausgehauen. Dabei geht es um die Butt Ugly Martians und vielleicht kennen einige von euch sogar diesen Cartoon. Das heißt, wenn ihr auch an solchen Videos Interesse habt, schaut da doch einfach mal vorbei. Wie gesagt, es wird sehr viele Anime-Videos geben, aber auch gerne mal einfach generell Serien aus meiner Kindheit. Und wenn ihr genau wie ich damals Animes geguckt habt, werdet ihr wahrscheinlich auch viele von diesen Serien damals geguckt haben. Also wenn euch sowas interessiert, schaut da doch einfach mal vorbei. Außerdem würde ich mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen, wenn euch meine Videos gefallen sollten. Die neuesten Abonnenten sind Malk Schramm, Mr. The Boulder und Matthias Rössner. Vielen lieben Dank für euren Support. Also lasst doch gerne ein Abo da, um vielleicht die Chance zu bekommen, im nächsten Video mal erwähnt zu werden. Auf Platz 10 hätten wir dann erst einmal die Digitation von Cubimon zu Taomon. Ich bin dir ganz ehrlich, die ganze Renamon-Reihe hat mich im Anime nie richtig überzeugt. Renamon selber ist sowieso kein Ding, was ich so hart feiere, aber Cubimon finde ich richtig, richtig cool. Ich mag ja auch wohl nur noch aus Pokémon und sind wir ehrlich, jeder, der damals als Kind Naruto gefeiert hat, feiert einfach prinzipiell 9-schwänzige Füchse. Also das Ding hat mir wirklich gut gefallen. Doch als es dann zu Taomon wurde, hatte ich irgendwie gar keine Hoffnung mehr in die Reihe. Und da hatte ich auch recht, weil ich bin auch kein so großer Sakuyamon-Fan. Sind an sich vollkommen okay Digimon, aber mir haben die persönlich nie so viel gegeben, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich Cubimon, wie gesagt, wirklich cool finde und ich habe da ein bisschen mehr erwartet. Natürlich kann ich das alles sehr, sehr gut nachvollziehen inzwischen, aber als Kind, weiß ich auch nicht, habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Auf Platz 9 hätten wir einmal die Digitation von Mimis Lilimon zu Rosemon. Die Leute, die meine Was-wäre-wenn-Reihe zu Karis Tod verfolgen, wissen, dass ich kein so großer Fan von Rosemon als Palmons Mega-Digimon bin. Das liegt einfach daran, dass wir das zuvor ja einmal bereits als das Mega-Digimon von Lalamon bekommen haben. Das ist halt der Digimon-Partner von Yoshino aus Digimon Data Squad. Und ich fand es einfach nie so cool, dass Palmon dann halt auch Rosemon als Mega-Digimon hat. Ich wusste das Ganze natürlich schon bevor Digimon Try rauskam, aber trotzdem hatte ich gehofft, dass die dem vielleicht in Try ein anderes Mega geben. Aber als dann letztendlich Rosemon war, war ich wie gesagt ein bisschen enttäuscht. Ernsthaft, Banjo Lilimon ist so ein cooles Digimon. Ich wünschte, das wäre Palmons Mega. Und auf Platz 8 hätten wir eigentlich fast nochmal genau den gleichen Fall wie bei Rosemon. Und zwar bin ich echt kein so großer Fan von Weigmon als Gomamons Mega-Digimon. Das hat man natürlich auch in Digimon Try gesehen, aber ich sag's es, ich finde Plesiomon ist das wesentlich coolere Mega-Digimon. Weigmon passt wirklich sehr, sehr gut zu Tsudomon, aber ich finde generell, dass Tsudomon nicht so ganz die gesamte Reihe reinpasst. Ich hätte ein anderes Ultra-Level und Plesiomon als Mega-Level wesentlich besser für Gomamon gefunden. An sich, Weigmon, ziemlich cool, gar keine Frage. Aber Plesiomon basiert natürlich auf einem, naja, Plesiosaurus und sind wir ehrlich, Dinosaurier sind ja mega cool. Und die ziehe ich auf jeden Fall einem Yeti mit Keulen auf dem Rücken vor, auch wenn die an sich ziemlich geil sind. Aber Leute, kommt schon, es sind Dinos. Auf Platz 7, eine Digitation, die wahrscheinlich gar nicht mal so viele Leute enttäuscht hat, aber, naja, mich nicht wirklich überzeugt hat. Und zwar Garurumon zu Vere-Garurumon. Das ist tatsächlich das einzige Digimon aus der gesamten Reihe, was ich nicht so feier. Genau wie alle anderen Digimon auf dieser Liste mag ich Vere-Garurumon an sich als Digimon, aber ich finde die anderen einfach so viel besser. Und ich war auch so unglaublich froh, als Vere-Garurumon dann zu Metall-Garurumon digitiert ist, weil es dann wieder auf 4 Beinen war. Mir hat es nicht so gefallen, dass Garurumon sich auf 2 Beine gestellt hat. Es hat mir so ein bisschen diese Pokémon-Vibes gegeben, wo irgendwie alle 4 Beiner am Ende auf 2 Beinen stehen. Ich habe mir so, warum? Lass sie doch auf 4 Beinen. 4 Beiner sind so cool. Es ist ein Werwolf. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich meine, wir haben einen normalen Wolf, der dann zu einem Werwolf wird. Verstehe ich. Aber das gesamte Outfit wirkt halt eher so, als wäre das ein Kind,
was sich als Werwolf verkleidet und dann zu Halloween rausgeht. Wäre Garurumon auf jeden Fall ein sehr beliebtes Digimon, so ist nicht, und an sich auch ein ziemlich cooles Digimon, aber ich bevorzuge dann doch eher in dieser Reihe die Vierbeiner. Okay, ich glaube, den Platz 6 verstehen ziemlich viele Leute. Und zwar sind wir ehrlich, wir haben doch alle was wesentlich Cooleres erwartet, als Angemon und Ankylomon DNA digitiert sind, als Shakumon. Ich meine, das ist ein schlechter Beyblade. Das finde ich einfach so schade, weil Ankylomon hatte so viel Potenzial. Es war halt wieder ein Digimon, was auf einem Dinosaurier basiert. Gott, ich liebe Dinos. Und als er mit Angemon DNA digitiert ist, kam halt Shakumon raus. So wie ich das verstehe, ist Angemon in dieser Reihe einfach dominanter. So ähnlich wie auch Exvermon dominanter ist bei Peldramon. Denn Shakumon basiert ja auf einer religiösen Tonfigur. Und das passt natürlich auch sehr, sehr gut zu Angemon, welcher halt ein Engel ist. Also ich kann den Zusammenhang auf jeden Fall bestehen. Vor allem, wenn ihr das Mega-Level gesehen habt. Das Mega-Level von Shakumon wäre nämlich Slash Angemon. Und das ist super cool. Das hätte ich super gerne im Anime gesehen. Haben wir aber leider nicht. Und dadurch haben wir am Ende halt Shakumon. Was mich halt sehr enttäuscht, weil ich gerne was wesentlich Besseres für Ankylomon gesehen hätte. Angemon hat ja bereits eine eigene Identifikationsreihe, die halt super cool ist mit Seraphimon und Magna Angemon. Aber Ankylomon hätte so viel mehr sein können, das hätte ich mir wirklich gewünscht. Auf Platz 5, eine Identifikationsreihe, die mich wirklich als Kind... Ich war so enttäuscht, als ich das gesehen habe. Und zwar, als Koichi das allererste Mal zu Löwemon digitiert ist. Ey, Löwemon, Kaiser Leomon. Geile Digimon, gar kein Ding. Aber wenn ihr mir vorher Duskmon zeigt, erwartet nicht, dass ich nicht enttäuscht bin, egal was da kommt. Duskmon war so ein cooles Digimon. Natürlich auch vom Charakter, ich mochte das sehr an Digimon Frontier. Aber auch das Design war einfach so diabolisch, ich habe das so gefeiert. Und danach hast du halt einen Löwenkrieger, welcher mich einfach nicht so überzeugt hat. Er passt an sich wirklich, wirklich gut zur normalen Spirit-Digitation. Generell sah es für mich sowieso als Kind eh immer so aus, als wären Löwemon und Kaiser Leomon so die dunkle Variante von Lobomon und Kendo Garurumon. Also ja, das sind sehr gute Spirits. Aber Duskmon war ja einfach mal so der Hammer. Da kann man nur enttäuscht sein. Und auf Platz 4, eine der enttäuschendsten Digitationen, ist eine, die wir das allererste Mal nicht mal im Anime gesehen haben, sondern es war einfach da. Und zwar die Tamer Matrix-Digitation von Cyberdramon und Ryo zu Justimon. Cyberdramon ist wirklich ein fantastisches Digimon. Es war so cool, als im Anime aufgetaucht ist. Es war einfach so unglaublich mächtig und einfach direkt einen Deva besiegt. Und wie ich vorhin sagte, ich bin ein großer Fan von Dinos, aber noch ein viel, viel größerer Fan bin ich einfach von Drachen. Oh mein Gott, ich liebe Drachen. Und Cyberdramon war so ein mächtiger. Und dann wird er mit Ryo leider zu einer Art Superheld. Mann, da war ich einfach so enttäuscht. Ich habe halt auf eine so coole Drachen-Digitation gehofft. Und am Ende haben wir halt etwas viel zu Menschliches für mich bekommen. Das macht doch Sinn. Alle Tamer Matrix-Digitationen sind halt sehr humanoid. Das ist halt das Gimmick. Aber Drachen sind halt trotzdem so viel cooler. Und da war ich einfach ein bisschen enttäuscht. Und die Bronzemedaille für die enttäuschendsten Digitationen für mich geht halt einfach an Aldamon. Das ist ja die Doppelspirit-Digitation, die Takuya erreicht hat, um das dunkle Seraphimon zu besiegen. Und hier muss ich wirklich ausnahmsweise mal sagen, dass ich das Design einfach gar nicht mag. Auch bei meiner Reihe zu den merkwürdigsten Designs habe ich euch oft genug gesagt, dass ich die Designs an sich vollkommen okay finde und die meisten sogar ziemlich gut finde. Sie sind halt nur ein bisschen merkwürdig, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber Aldamon finde ich halt wirklich schlecht. Das sieht für mich halt einfach so aus, als hätte man den Kopf von Agumon auf einen Burning Greymon draufgeklatscht. Und das war's. Und das mag ich halt gar nicht. Beowulfmon, die Doppelspirit-Digitation von Lobomon und Kendo Garurumon, sieht für mich wesentlich besser im Vergleich aus. Man hat wirklich versucht, die verschiedensten Elemente zu nutzen, um ein komplett neues Design zu erschaffen. Man erkennt halt beide Designs darin ziemlich gut, ohne dass eines die Überhand ergreift. Und ja, auch bei Aldamon gibt es natürlich Teile, die von Agumon kommen und Teile, die von Burning Greymon kommen. Aber letztendlich ist halt einfach nur ein Burning Greymon mit einem Agunimon-Kopf. Und das finde ich einfach unglaublich langweilig und dumm. Okay, pass auf Platz 2 haben wir jetzt eine Digitation, die die meisten wahrscheinlich extrem hart feiern. Und ja, das Ding ist auch unglaublich cool. Aber ich muss leider sagen, dass die Digitation an sich mich sehr enttäuscht hat. Und zwar hätten wir jetzt einmal die Tamer Matrix-Digitation von Takato und Gelmon zu Galamon. Okay, passt auf, bevor ihr mich jetzt hasst, wie gesagt, Galamon. Unglaublich cooles Digimon. Wirklich, ich feiere das total. Es ist eines der Royal Knights und es hat auch einfach ein extrem cooles Design. Aber das Problem ist, dass ich Megidramon einfach so extrem liebe als Digimon
Oh mein Gott! Wie ich vorher sagte, ich bin ein riesiger Fan von Drachen. Ich sag's wie es ist, ich bin der größte Sucker für Drachen, seitdem es Kaiba gibt. Und Megidramon hatte für mich einfach einen so unglaublich coolen Auftritt im Anime. Und es ist für mich auch einfach das wesentlich bessere Mega-Level für Gilmon. Einfach weil es für mich besser zur Reihe passt. Galamon, mega cool, gar kein Ding, wirklich. Ich liebe dieses Design. Es ist so unglaublich cool. Crimson Mode auch richtig episch im Anime gewesen. Aber Megidramon ist einfach ein riesiger Dämonendrache. Es tut mir leid, ich habe halt einfach keine Wahl. Und die enttäuschendste Digitation aus dem gesamten Digimon-Anime ist für mich leider wirklich die von Agumon und Gabumon aus dem Last Evolution-Film. Ich muss leider wirklich sagen, ich mag diese Bond-Formen nicht. Ich finde die leider wirklich echt schlecht. Ich fand auch die gesamte Umsetzung einfach im Film nicht gut gemacht. Generell, der gesamte Film war für mich eigentlich nur eine Kopie vom ersten Digimon-Film. Ich meine, sie haben sogar gegen zigtausend Eosmon gekämpft, genau wie Diaboromon. Und diese Formen gefallen mir einfach nicht für diese Reihen. Die sind mir wirklich einfach viel zu menschlich dafür, dass es einfach eine neue Megastufe sein soll. Ich habe in dem Moment wirklich gedacht, dass Tai und Matt mit Agumon und Gabumon zusammen digitiert sind. Und ganz ehrlich, wenn sie das gemacht hätten, hätte ich das sogar wesentlich besser gefunden. Dann hätte ich das Ganze zumindest noch nachvollziehen können, warum das eigentlich nur Menschen mit so einer Rüstung sind. Ist halt ähnlich wie bei den Spirits oder bei der Thema Matrix-Digitation. Das erklärt es zumindest. Aber so sind die einfach nur viel zu menschlich, ohne irgendeinen besonderen Grund für mich. Und die gesamte Szene hat mich richtig hochgehypt, bis ich dann die Designs gesehen habe. Ich war einfach wirklich, wirklich enttäuscht, weil ich finde, dass Metallgaromon und Wargreymon so viel besser aussehen. Und nicht nur die beiden, Omnimon sieht in meinen Augen auch so viel besser aus. Ich find's gut, dass sie nicht Omnimon schon wieder eine neue Form gegeben haben, wie im Reboot oder auch in Try. Ich find's gut, dass sie was Neues probiert haben. Aber leider muss ich sagen, dass diese Formen es nicht für mich sind. Und das waren jetzt meine Top 10 enttäuschendsten Digitationen aus dem Digimon-Anime. Ich bin mir sehr sicher, dass es sehr viele Leute gibt, die mir überhaupt nicht zustimmen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ja letztendlich nur meine Meinung. Und trotzdem finde ich ja viele von den Designs sehr cool. Nur, ich mochte halt einfach weder die Szenen im Anime, oder ich finde einfach die Vorstufe wesentlich besser. Kann verschiedene Gründe haben. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und falls ja, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.